Ich stehe hier an der Baustelle der Straße Heiderhöfen in Altstaden. Diese Baustelle steht sicherlich stellvertretend für das schlechte Baustellenmanagement und die daraus resultierenden Verkehrsprobleme unserer Stadt. Das muss sich schnellstens ändern. Hallo, als Anwohnerin muss ich sagen, dass wir auch sehr unzufrieden mit der Baustelle sind. Man ist schlecht informiert, man wusste im Vorfeld nicht, was passiert, wann und warum überhaupt. Gefühlt hat man das Gefühl, dass hier ständig Baustellen sind. Also es ist ja nicht die erste Baustelle. Man hat das Gefühl, die wird zugemacht und dann geht es schon wieder los. Die Umgehungsstraßen sind total voll. Es ist irgendwie total chaotisch, hier von A nach B zu kommen. Und das Schlimmste ist, wir wissen jetzt auch noch nicht, was finanziell auf uns zukommt. Wir sind eine Eigentümergemeinschaft, also auch unsere Nachbarn. Da geht immer nur irgendwie so der Flurfunk, oh Gott, was kommt da finanziell auf uns zu? Wir fühlen uns da ein bisschen alleingelassen und sind da schon ein bisschen beunruhigt. Als erstes müssen wir mal dafür sorgen, dass die Baustellen endlich aufeinander abgestimmt werden, damit wir nicht dieses Chaos erleben, was derzeit die Menschen in Sterkrade Nord oder auch in Borbeck erleiden müssen. Zweitens müssen wir unsere Unternehmer vor Ort einbinden. Da wird mir immer wieder zurückgemeldet, dass vor der Einrichtung von Baustellen entweder gar keine oder nur unzureichende Informationen erfolgen. Das muss besser werden, damit sich auch Unternehmer vor Ort auf diese Baustellensituation einrichten können und ihren Geschäftsbetrieb darauf ausrichten können. Und drittens, das ist ein ganz leidiges Thema, das Thema Straßenbaubeiträge. Da hat sich leider sowohl die CDU in Oberhausen als auch die Landesregierung dafür ausgesprochen, diese ausdrücklich beizubehalten. Das wollen wir als SPD ändern. Deswegen bringt die SPD-Landtagsfraktion in Kürze auch einen entsprechenden Antrag in den Landtag ein, um da endlich auch die Verbesserungen zu erreichen, die dringend notwendig sind. Darum möchte ich mich gerne als Ihr Oberbürgermeister kümmern.